Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Jedes Jahr dasselbe. Wie passt das so eng zusammen? Tod und Leben, Karfreitag und Ostern. Jedes Jahr frage ich mich wieder, oh, das ist so dicht und wie kriegen wir das in unseren Gottesdiensten, aber auch im Leben miteinander verbunden? Und dann schaue ich mich um in diesen Tagen und ich sehe, wie alles explodiert in Blütenpracht. Wie die Vögel wieder anfangen zu zwitschern, wie das Leben da ist. Und zur gleichen Zeit, wir erleben das, Finsternis, dicke, dunkle Wolken, Hagelschauer, Gewitter, rauf und runter die ganze Klaviatur des Lebens. Ja, wenn wir glauben könnten, dass der Tod zum Leben dazugehört. Denn an Karfreitag und Ostern geht es ja nicht nur um den Tod irgendeines Menschen, nicht nur um die ewige Symbolik oder einen Kreislauf des Lebens von Werden und Vergehen, sondern es geht um einen Gott, der uns liebt. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ein Junge baut ein kleines Segelboot mit ganz, ganz viel Liebe und Mühe und endlich, als es fertig ist, ganz stolz, setzt er es auf einen Fluss ganz in der Nähe. An einer Leine hält er es fest. Und dann auf einmal kommt dieser unerwartete Windstoß, diese Böe. Er muss die Leine loslassen und er sieht, wie sein so liebevoll erzeugtes Segelschiff, sein Boot einfach in der Ferne verschwindet. Furchtbar enttäuscht und traurig geht er nach Hause. Es dauert etwa eine Woche, als er auf dem Weg durch die Stadt in einem Second-Hand-Laden sein Schiff, genau sein Schiff im Fenster sieht. Er geht rein und sagt, hören Sie zu, Sie müssen mir das geben, das ist mein Schiff. Der Verkäufer schaut ihn an und sagt, du kannst sagen, was du willst. Wenn du es bezahlst, ist es dir. Der Junge geht nach Hause und mit aller Mühe und mit aller Kraft sucht er sich irgendwelche Ferienjobs. Er arbeitet, verdient Geld und endlich ist es soweit. Und er hat das Geld für das Segelschiff zusammen, sein Segelschiff. Er geht in den Laden und bezahlt das Schiff und stolz trägt er es heraus. Und beim Rausgehen schaut er sein Schiff an und sagt, jetzt habe ich dich zweimal erworben. Einmal, indem ich dich gebaut habe und dann, als ich alles für dich gegeben habe. Schauen Sie, das ist im Grunde auch die Geschichte von Karfreitag und Ostern. Der Gott, der uns alle geschaffen hat, der uns geschaffen hat zur Gemeinschaft mit ihm, der muss mit ansehen, dass wir uns losreißen, dass für Gott kein Raum mehr ist in unserem Leben. Und dieser Gott gibt nicht auf. Der geht den Weg der Liebe bis ans Kreuz. Der lässt sich so richtig festnageln und lässt dem Tod nicht das letzte Wort. Der Tod gehört ins Leben, wenn Gott aus seiner Liebe neues Leben schenkt. Für Jesus Christus und für Sie und für mich. Deshalb gehört das so zusammen. Tod und Leben. Deshalb steckt der Tod im Leben drin. Ein altes afrikanisches Sprichwort sagt, der Tod hat keine Hände. Er kann dich nicht festhalten. Aber die Liebe Gottes, die hält dich, auch in diesen Tagen. Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Karfreitag und gesegnete österliche Tage. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.